Die Unfallzusatzversicherung oder UVGZ. Was ist das? Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du heute wieder dabei. Abonniere doch unseren Kanal mit dem Subscribe-Button, da bist du immer up-to-date rund ums Thema Versicherungen, Steuern und Finanzen. Heute geht es um die Unfallzusatzversicherung oder auch abgekürzt genannt die UVGZ. Und zwar hier vielleicht noch der Link zum Video, die Unfallversicherung, das UVG, das ist nämlich obligatorisch. Und wir schauen jetzt eigentlich die freiwillige Zusatzversicherung hierzu an, sind also wieder im Bereich der zweiten Säule, respektive befinden uns da bei den Versicherungen für Unternehmen. So, nun, wie es der Name schon sagt, die Unfallzusatzversicherung ist eine Zusatzversicherung, die vom UVG darauf basiert, obendrauf kommt das UVGZ, so kannst du dir das vorstellen. Und zwar ist es so, auch die obligatorische Unfallversicherung UVG hat Lücken und entsprechend kann man die in der Zusatzversicherung versichern. Was kann man dann aber ganz genau in der Unfallzusatzversicherung decken? Und zwar kann man zum Beispiel Heilungskosten, das heißt, wenn du aufgrund von einem Spital oder einem Mitarbeiter aufgrund eines Unfalls ins Spital müssen, kann man sich dort besser versichern. Das heißt, man kann halb privat oder Privatabteilung wählen. Das zählt dann bis beispielsweise für die ganze Unternehmung, weil die UVG-Versicherung deckt nur die allgemeine Abteilung. Dann aber zum Beispiel aber auch kann man die Taggeld- und Rentenzahlungen erhöhen, weil wenn zum Beispiel jemand mehr als 148.200 verdient, also er übersteigt diesen Betrag im Jahr, dann ist eigentlich beim UVG Sense. Heißt, es gibt nicht mehr Leistungen, das heißt, wenn du also 200.000 Franken verdienst, musst du dort diese Differenz noch versichern und das macht man dann auch im UVGZ abgekürzt. Des Weiteren kann man dann natürlich zum Beispiel noch die grobe Fahrlässigkeit einschließen. Das heißt, wenn deine Mitarbeiter vielleicht mal ein Gläschen Wein trinken in der Freizeit und einen Unfall machen, wäre das auch versichert. Und dann aber auch noch den Hinweis, die UVG-Zusatzversicherung deckt grundsätzlich auch noch sogenannte Risikosportarten. Hierzu blende ich dir das Video von zum Thema Unfallversicherungen und Risikosportarten ein. Dann kannst du das mal schauen. Das könnte man auch in der Unfallzusatzversicherung decken. So, das ist mal die Deckung. Jetzt habe ich schon gesagt, du kannst das nur als Unternehmen abschließen für deine Angestellten. Dort kann aber auch eine Unterscheidung gemacht werden zwischen Angestellten und Kadermitarbeitern. Also beispielsweise, wenn du sagst, hey, ich möchte meinen Angestellten auf die grobe Fahrlässigkeit und die Risikospartenarten einschließen, aber für die besseren Kadermitarbeiter, die Geschäftsleiter, möchte ich dann noch die private Abteilung im Spital haben, dann geht das. Das sind einfach zwei verschiedene Pläne. Frag doch am besten mal nach, was sind die Bedingungen deiner Unfallzusatzversicherung oder UVG, dann weißt auch du, wie du als Angestellter, respektive vielleicht wenn du auch Chef bist, selber versichert bist. Diese Versicherung ist freiwillig, wie gesagt, die muss man nicht haben, macht aber durchaus Sinn und ist in den meisten Fällen auch in der Prämie überaus lukrativ und sehr günstig. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Bitte teilen, liken, feedbacken. Wenn du noch Fragen hast, dann bitte komm doch zu uns. In diesem Sinne, sei easyinsurance.ch und bis zum nächsten Mal. Dein Christian, Versicherungsguide.